Hallo liebe Leute, der Schnee wurde ja doch stärker als erwartet. Es schneit hier jetzt gerade sehr stark und sehr große Flocken. Also Schneeflocken, sagen wir mal so. Kann ich auch mal hier zeigen. Ich bin gerade auf meinem Balkon in Kumköy. Das ist wirklich für uns sehr ungewöhnlich hier mit dem Schnee. Und man sieht hier wirklich, wie doll es schneit gerade. Das letzte Mal hat es hier vor 26 Jahren geschneit. Hier an der Küste, an der türkischen Riviera, Antalya, Side Manavgat. Hier sieht man sogar die Zitronen auf den Bäumen. Also, dass es an so einem Ort schneit und es ist sehr, sehr kalt. Es ist hier wirklich unvorstellbar für uns. Es ist jahrelang her, dass ich Schnee gesehen habe, also bestimmt gute 7 Jahre, aber natürlich nicht in dieser Region hier. Ich wollte gerne diesen Moment mit euch teilen. Das Villa Cide Residenz Hotel ganz rechts ist zu sehen. Das daneben ist das kleine Villa Cide Hotel mit ganz vielen Stammkunden. Das Kumköy Beach Hotel. Das Oleander Hotel. Und hier Polat'ta Tatilköy, wo ich wohne. Und vorne das Meer. Und genau in dieser Region, wo wir es hier mit Sonne, Strand schwimmen kennen, haben wir wirklich Schnee. Das wird ja immer stärker. Die Aufnahme ist jetzt mit einem iPhone 12 Pro Max. Ich nehme auch gerade ohne Gimbal und ohne Mikrofon auf. Also der Wackelkontakt ist auch, denke ich mal, nicht so schlimm bei der Aufnahme. Und ich bin auch sicherlich zu verstehen. Auch wenn ich kein Mikrofon gerade habe. Und diesen wirklich außergewöhnlichen Moment, unerwarteten Moment heute, wollte ich gerne mit euch teilen. Denn wie gesagt, das letzte Mal hat es hier vor 26 Jahren geschneit. Und wer weiß, wann wir hier wieder Schnee sehen. Für die Zuschauer sicherlich was ganz Normales, aber für uns ist es hier wirklich was Außergewöhnliches mit dem Schnee in Antalya, Side, Kumköy.
Vor 2 Tagen hatte es um 3:30 in der Nacht angefangen zu schneien. Und das ging auch eine ganze Weile. Ich hatte bis 2 Uhr nachts gewartet und ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass es schneit. Dann bin ich schlafen gegangen. Und ich wollte das auch gerne aufnehmen in der Nacht. Und da hat man sich auch natürlich geärgert. Und jetzt gehe ich auf meinen Balkon und will mein Katzenklo sauber machen, sag ich mal so. Und ich sehe, dass es hier schneit. Also wirklich schon sehr ungewöhnlich. Es war zuerst ganz wenig und jetzt auf einmal so stark. Ich bin gespannt, wie lange es noch schneien wird. Ich will mich dann fürs Erste verabschieden. Ich wünsche allen einen angenehmen Tag. Und ich mache euch noch schöne Fotos und Kurzvideos, die ihr bei Instagram und Facebook unter Antalya City Livestream sehen könnt. Bis dann und alles Gute. Auf Wiedersehen.